Arten von Ganoderma-Pilzen. Man hört oft von den Auswirkungen des Reishi-Pilzes. Was viel weniger Menschen wissen, ist, dass es fast 200 Unterarten von Ganoderma- oder Reishi-Pilzen gibt, die sich in ihren Wirkstoffen stark unterscheiden. Es besteht kein Zusammenhang zwischen der Größe des Pilzes und seinem Wirkstoffgehalt. Diese wichtige Eigenschaft ist von außen nicht sichtbar. Die Reinheit des Bodens, auf dem der Ganoderma angebaut wird, ist ebenfalls von entscheidender Bedeutung. Pilze nehmen 30-mal so viele Wirkstoffe und natürlich auch Pestizidrückstände, Toxine und Schwermetalle auf wie Pflanzen. Einige Pilze werden speziell für die Bodenreinigung verwendet. Deshalb ist es sehr wichtig, bei den Ganoderma-Kapseln, die Sie im Supermarkt in den Einkaufskorb legen, zu wissen, unter welchen Bedingungen die Pilze gezüchtet wurden und wie hoch ihr Wirkstoffgehalt ist. Die meisten Unternehmen geben diese Informationen jedoch nicht auf der Verpackung an. Die Firma DXN baut seit 1993 die 6 Ganoderma-Unterarten, die es für die besten hält, auf seiner eigenen Farm an. Die Aufbereitungsanlage hat einen Reinheitsgrad, der dem einer pharmazeutischen Fabrik entspricht. Die Farm und die Verarbeitungsanlage sind für die Öffentlichkeit zugänglich.